Hallo und willkommen zurück auf meinem kleinen Adventskalender. Heute geht es um eine Lidschattenpalette. Und zwar von einer sehr berühmten Frau, die sehr viel Geld für ihre Lidschatten verwendet. Wobei ich mir immer noch nicht sicher bin, ob dann dieser Hype oder halt die Konsistenz oder der Preis das Ganze irgendwie auch wert ist. Zumindest möchte ich euch eine kleine Palette vorstellen, die vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, denke ich, akzeptabel ist, die eine gute Qualität hat und die wirklich für jeden Tag geeignet ist. Die Rede ist hier von dieser kleinen Natasha Denona Palette, und zwar heißt die Mini Nude Palette. Das sind die Farben. Und ihr seht, das sind drei schimmernde Farben, zwei matte Farben. Perfekt, um so einen Alltagslook zu schminken. Ne, schöne Transition-Farbe, das zum Vertiefen. Und dann haue ich mir eine von diesen drei Schimmerfarben drauf. Und off you go. Das ist auch so eine Low-Brainer-Palette, wo ich halt wirklich die rausziehe und sage, okay, ich habe hier schon verschiedene Looks, aber ich muss mir nicht so einen riesen Kopf machen, wie das Ganze denn aussieht. Ne, das sind die drei verschiedenen Farben. Ganz, ganz toll. Super Farbabgabe, tolle Qualität, sieht richtig schön aus. Also mit der Palette kann man überhaupt nichts verkehrt machen. Die kann ich euch wirklich ans Herz legen. Die hat mich wirklich überzeugt, sowohl von der Qualität, auch vom Preislichen her. Und ohne dass ich jetzt das Gefühl haben müsste, ich habe jetzt extrem, na jetzt 120 Euro oder zu viel Geld ausgegeben für eine Palette und weiß nicht genau, ob sie das Ganze wert ist. Die ist auf jeden Fall ihr Geld wert und die ist wirklich für jeden Tag geeignet und ich verwende sie sehr, sehr gerne.